Tag auch Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. In der heutigen Folge werden wir uns erstmal hier ein paar Sternteile schnappen. So gibt es nämlich immer wieder auf der Karte ein paar Sternteile gratis für uns. So, Shuttle Club Galaxy und Wirbel Bora Galaxy haben wir das letzte Mal ja schon ordentlich besucht. Jetzt hätten wir zur Auswahl die Ratte Wolken Galaxy und die Schwerkraft Chaos Galaxy. Und ich würde sagen, die Schwerkraft-Chaos-Galaxie ist hier unten und ein unwichtiger Nebenweg anscheinend. Dann machen wir sie doch zuerst. Und wie der Name es verrät, kann man sich schon denken, hier wird mit Schwerkraft rumgespielt. Das macht das Spiel überhaupt nicht gerne und so weiter, wie wir alle wissen. Die Schwerkraft fordert ihren Tribut, ist die Mission und ich kann so viel verraten. Dieses Level kann man sehr gut machen, ohne die Schlüsselmechaniken des Levels zu nutzen. Was ich damit meine, ihr werdet sehen. Ich hoffe zumindest, dass ich die Sternmünze auch auf diesem Weg kriege, den ich geplant habe. Ich weiß, ob man das Level an sich schaffen kann, aber ich weiß nicht, ob ich die Sternmünze mitkriege. Mal schauen, testen wir es aus. Wo ist die Sternmünze eigentlich? Egal. Ab nach unten mit uns. Okay, es wird sowieso keine Bestzeit, wie ich ja springe, von daher versuche ich es gar nicht erst direkt eine Bestzeit zu machen, sondern, ja, nehme einfach die Münzen. So, diese Pusteblumen sind dafür da, um sie hoch zu befördern. Diese Gegner hier sind übrigens ja von oben nicht treffbar. Aber wir könnten mit diesem Hebel die Schwerkraft einfach umdrehen. Dann werden sie oben mit der unteren Seite für uns angreifbar. Oder wir springen einfach hier rüber. Und scheitern an dem Block, weil wir da oben an der Decke festhängen. Ach ja, das Spiel ist gnädig zu uns. Das schaffe ich aber, das kriege ich hin. Aber erstmal ab nach unten. Noch nicht ganz weit unten. So. Und wieder rüber da. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre einfach da hoch. Dann wären wir nämlich hier in einem kleinen Bonusraum. Und halten unser Lieblingsfeuer-Power-Up von Feuer Mario. So, und haben hier wiederum eine Röhre. Ja, das ist alles ziemlich schön. Und hier haben wir übrigens noch einen alten Kollegen aus Galaxy 1. Dann machen wir das erstmal zuerst. Willkommen auf der Mülldeponie des vollen Universums. So viele Kisten Schrott, so langsam nimmt das wirklich überhand. Zu mir eingefallen, verbrenne sie so schnell du kannst. Kannst du es für mich erledigen? Natürlich machen wir das. Das sind wieder die Mülldeponie-Aufgaben. Alles klar, ich überlasse dir das. Diesmal allerdings nicht mit Bomben, sondern mit Feuer Mario. Und in 20 statt 30 Sekunden. Wie ihr seht, man kriegt eine ganze Reihe Kisten auf einmal hin. Sofern man natürlich passend steht. So, da oben die Reihe. Die beiden. Die drei sogar. Okay, nehme ich hin. Und danke für den Stern. Oh, vielen Dank. Das sieht super aus. Nun zu meinem Teil der Abmachung. Hier kannst du einen Powerstern. Meine Güte, wenn du wenn auch nur alle so fleißig wären wie du. Ach ja, die Mülldeponie-Sterne. Im ersten Teil gehasst, am zweiten gehen sie eigentlich. Die sind machbar halt, weil man nicht mehr präzise die Bomben treffen muss auf einem bestimmten Punkt, weil man jetzt eine Linie hat, die man zielt und nicht mehr einen einzelnen Punkt anvisieren muss, der weiter weg von einem ist. Das macht es deutlich angenehmer, muss man sagen. Aber wir wollten eigentlich eine ganz andere Mission machen. War es nicht eigentlich so? Ich habe da sowas in Erinnerung, dass wir eigentlich, ja, die erste Mission machen wollten und nicht den Geheimstern. Egal, ich werde sie auf den Geheimstern zuerst machen. So, und wieder rein in die Schwerkraft-Chaos-Galaxie. Kometenmünze und Stern Nummer 1 warten noch auf uns. So. Ja, diese Mission ist an sich halt sehr schön austricksbar an vielen Stellen. Ich versuche es halt wirklich, sie auszutricksen. Es ist so immer, ihr werdet mich sehen, ich habe so einen Zwiespalt zwischen alles zeigen im Spiel und das Spiel komplett austricksen. Ich habe auf beides wahnsinnig Lust in diesem Let's Play. Und ich muss es halt immer wieder gucken, wie ich es an der jeweiligen Stelle mache. Hier habe ich halt wirklich Lust. Ich sagte, hier habe ich halt wirklich Lust, so hier rüber zu springen und dann hier drauf zu landen. Und dann da unten und das wird nichts, weil ich ja hätte weit springen müssen. Und ich es einfach vergessen habe. Okay, schon überredet, Spiel. Ich zeige einfach mal kurz, wie das mit der Schwerkraft aussieht. Und nur an dieser Stelle. Einfach nur, damit es schneller geht. Wer das Ganze komplett sehen will, ich habe dazu auch ein wunderschönes Speedrun-Video in meiner Speedrun-Playlist. Das ist nämlich eine der Missionen, die da drunter zu finden ist.
So sieht das Ganze dann aus. Mit auf den Kopf drehen. Und dann hätten wir hier zum Beispiel eine Plattform und das Ganze dauert ewig lange, wenn man die Schwerkraft umgedreht hat. Und dann, wenn man die Schwerkraft nicht umdreht, könnte man zum Beispiel hier, aua, ja, direkt auf der Unterseite lang rennen und könnte die Pflanze gekonnt ignorieren. Ein Grund, warum das Ganze einfach schneller ist. So, und hier unten ist dann alles gleich, wenn man den Hebel oben nicht betätigt oder wenn man ihn betätigt, spielt hier keinen Unterschied, macht hier keinen Unterschied einfach. Alles beim Alten dann. So. Wir springen einfach munter, fröhlich weiter durch die Gegend. Oder fallen runter, einfach weil wir es können. So. Wir können natürlich auch einfach so hier rüber springen. Das geht natürlich auch ganz einfach. Und eigentlich soll man da oben hin, für den Schalter. Man kann aber auch einfach so runterspringen. Es ist wirklich schön. Und dann würden hier eigentlich übrigens Kettenhunde normalerweise kommen. Tut mir leid, die kann ich euch leider nicht demonstrieren. Weil nicht vorhanden. Und die Sternmünze da unten ist eigentlich per Wandsprung zu erreichen, wenn man den Schalter umgelegt hat und die Schwerkraft eigentlich auf der anderen Seite liegt. Aber naja, wenn man den Hebel nicht betätigt hat vorher, ist das Ganze natürlich nicht wirklich eine Kunst mehr, daran zu kommen. Ja, okay, manche Sachen in diesem Level werden echt langweilig, dadurch, dass man es vermischt. Aber hey, das ist schon mal ein fester Bestandteil des Spiels. So. Ein bisschen zerstören, das geht eigentlich viel schneller. Wenn ihr das Video seht, wisst ihr, was ich meine. Oder falls ihr selbst gerne Speedruns macht, wisst ihr auch, was ich meine. So, ein bisschen zerstören. Ich muss halt auch ein bisschen Zeit finden, immer wieder um Sternteile zusammenzufummeln. Die darf ich natürlich nicht vernachlässigen. Naja, egal. Schwerkraft jetzt anders. Man läuft quasi, ja, so blöd in den Abgrund, weil ich natürlich einen komplett schwachsinnigen Weg renne. Ich weiß nicht, warum ich unten lang renne. Das ergibt keinen Sinn. Fragt mich nicht. Man geht natürlich hier lang und macht dann den Weitsprung. Das war aber auch mehr als knapp eigentlich. Ne? So, hier rüber. Hier hoch. Dann rennt man einfach an der Wand entlang und ignoriert das Ganze da unten. Kein Problem, kein Problem. So, und dann wären wir auch schon beim Stern, den ich grandios verhauen habe. Und jetzt gilt es, da irgendwie, ja, ranzukommen. So, danke. Das Ganze geht viel besser, wenn man passend treffen würde und nicht so blöd trifft wie ich. Egal. Man kann in diesem Level halt wirklich dank der Schwerkraftspielerei sehr viel tricksen. Und ich würde sagen, damit haben wir eine weitere Galaxie abgeschlossen, aber das reicht natürlich noch lange nicht für diese Folge. Wir müssen unseren Sternenschnitt natürlich weit höher haben als 2 pro Folge. Da sieht man übrigens mal, wie es aussieht, wenn man eine Galaxie, ein Anführungszeichen, komplett hat. Man kriegt eine silberne Krone. Und dadurch, dass sie silber ist, weiß man auch schon, was es genau bedeuten soll. Schätze ich mal. Ich hoffe zumindest, ihr könnt euch denken, was es bedeuten soll. Egal. Doch, ich wollte eigentlich dahin. Warte, Wolkengalaxie steht an. Klingt doch voll bedrohlich, nicht wahr? Ich meine, es gibt nichts Bedrohlicheres als Watschewolken. Wo steckt der Kapitän des Suchtrupps? Ist die erste Mission. Und eine Mission, in der man wahnsinnig viel überspringen kann. Nur leider nicht, wenn man die Kometenmünze braucht. Ah, blöde Kometenmünze. Die Kometenmünze ist nämlich auf dem Teil des Weges, den man überspringen würde, wenn man abkürzt. Die Abkürzung, ja, lässt einen etwa das halbe Level überspringen. Und das ist nicht übertrieben. Ich sag mal, was man überspringen wird. Ich zeige später mal bei einer Stelle, wo ich eh Richtung Abkürzung rennen muss, was man, wo man abkürzt. Ja. Also dieser Weg hier eigentlich schon, wo wir jetzt rennen, ist nicht mehr Teil der Abkürzung, sondern wird schon übersprungen, wenn man die Abkürzung nutzen würde. So, ein bisschen abkürzen natürlich doch. Ich springe nicht mehr auf die dritte Wolke dort. So. Unser Checkpoint, also stell euch vor, das alles hier, was wir gerade laufen, wird übersprungen eigentlich, wenn man das ganze Level schnell machen würde. Und keine Kometenmünze braucht. Komm ich da noch ran? Ohne Wandsprünge? Ja, komme ich, okay. Immerhin noch ein bisschen Zeit gespart. So. Hier haben wir Schatten-Marius und natürlich die erwähnte Kometenmünze, die uns, ja, diesen ganzen Umweg erst beschert hat. So.
Und bist du froh, Kometenmünze? Nur wegen dir sind wir jetzt hier. So. Ein paar Sternsplitter sammeln. Und damit haben wir auch unseren Sternring. Immerhin sammeln wir so ein paar Sternteile mehr. Schattenmarius zerspringen glücklicherweise immer zu Sternteilen, warum auch immer sie es machen. Soll mich nicht stören. An sich, warum alles wirklich zu Sternteilen zerspringt. So. So langsam sind wir da, wo man wieder ankommen würde, wenn man abkürzt. So. Wir kürzen hier natürlich auch wieder ab. Eigentlich soll man dann nach rechts sagen, aber dank der Wolke im Power kann man hier direkt hoch. Und hier wird man wieder ankommen mit der Abkürzung aus. Komme ich da oben noch ran? Ne, ich glaube nicht. Nee, schade. Nehmen wir die Schaukel. So, und hier kann man gleich eine ganze Cutscene überspringen, wenn man hier lang springt und nicht über den Baum geht. Auch ein sehr schöner Zeitspartrick. Denn da oben löst man eine Cutscene aus vom der Kapitän des Toadsuchtrupps, der einen darauf hinweist, dass diese Affe da oben voll gemein sei. So in etwa. Hallo Äffchen. Oha, ich habe diesen verrückten Pilzkopf erwartet, nicht dich. Na, wie dem auch sei. Du scheinst mein würdiger Rivale im Gipfelsturm zu sein. Nimm dieses Wanderabzeichen als Preis dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Also bis dann, du tüchtiger Bergsteiger. Ach ja, der Wanderaffe. Ein sehr netter Geselle, weil er immer wieder mit kleinen Minispielen aufwartet im gesamten Spielverlauf. Ihr werdet ihn noch zu hassen lernen. Naja, nicht ganz so extrem. Aber ja, er kommt doch durchaus öfter mal vor. Deswegen ist diese Mission hier auch eine Pflichtmission, wenn man das Spiel abschließen möchte. Sie ist auf dem festen Weg und man kann sie nicht umgehen. Naja, egal. 10. Stern. Da folgen ja kaum noch welche. Lust, ne? So, damit könnten wir auch schon fast zum Boss gehen. Der ersten Welt. Aber erstmal genießen wir natürlich unsere kleine Blume hier. Wie ich sehe, hattest du eine Art flauschiges Mitbringsel dabei. Eine Wolkenblume? Alles klar, du trägst da einige ziemlich seltsame Dinge zusammen. Ach, lass mich doch. Naja, dann würde ich mal sagen. Nicht da wieder rein. Ich will ja einen Wandsprung machen, der anscheinend an der Kappenseite nicht möglich ist. Das ist mir neu. Ich dachte mal, da könnte man ganz normal Wandsprünge machen. Wo kann man es nur nicht direkt über dem Eingang? Man kann es also nur nicht direkt über dem Eingang anscheinend. Und dann gehen wir einfach hier lang, so. Wenn das Spiel das unbedingt so will. Komm schon, Spiel, lass mich jetzt einfach hier hoch, danke. So, und jetzt nicht festhängen, sondern auch reingehen. Wie viele Sterne brauchen wir denn da? 7 Stück, das haben wir ja noch nicht ganz, ne? Also, da müssen wir noch weiter Sterne sammeln. Und warum gehe ich denn hier hin? Hier gibt es noch einen Geheimstern. Also, rein da. Und ab auf die Suche mit uns. Naja, die Suche erweist sich als sehr schwer, wenn man weiß, wo man hin muss. Ich weiß. So, was wir hier brauchen, sind Münzen. Was ich erstmal sage, aber wir brauchen Münzen. Wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir Sternteile auch gerne mit. Denn das hier ist jetzt quasi ein 100-Münzstern, wenn ihr es so wollt. Denn es gibt tatsächlich indirekt auch Münzsterne in diesem Spiel. So, schnell einsammeln, bevor sie verschwinden. Hintenrum. So, alle bekommen alle 8. Dann besiegen wir nochmal die Gegner hier. Immer schön mit einem normalen Sprung, damit sie auch ihre Münzen fallen lassen, denn das ist ja immer wieder in diesem Spiel so. Münzen kriegt man für normale Sprünge. Und für, ja, andere Besiegungsarten bekommt man keine Münzen mehr, sondern Sternteile. Ja, egal. Ab in die Röhre. Das hier ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mission, wenn man die Münzen braucht. Immer schön alle Münzen sammeln. Oh, ich glaube, ich habe da oben ein bisschen Zeit verloren. Okay, das hier war jetzt ganz schlecht. Aber sollte reichen, locker. Wir bekommen hier nur nicht mehr den Bonus, ja. Aber das reicht uns schon. Mehr Münzen brauchen wir hier auch nicht. Das Spiel ist relativ gnädig, was es betrifft. Das Spiel wirft einem ja wirklich Münzen an den Kopf, könnte man sagen. So, und jetzt gehen wir nochmal den Weg, den man genauso gut hätte gehen können. Und, ja, als Abkürzung hätte man es brauchen können.
Wir gehen nämlich hier oben auf diesen Baum und nutzen diesen wunderschönen Sternenring, um hier hochzukommen, auf diese Wolke. Wenn ihr euch jetzt nach da hinten umdreht, seht ihr ja den Planeten, den wir aus der eben letzten Mission kennen. Und man kann mit den Wolken, wenn man drei Stück hat, oder zwei Stück eher, weil mit drei kommt man ja nicht hoch, aber man könnte ja auch nur mit einer Wolke auf diese Wolke landen und dann mit zwei Stück darüber springen und dann landet man da oben, wenn man es gut anstellt. Ups, das war ein Sternteil. Ich wollte Steuerkreuz drücken. So, wir holen uns mal eben hier ein paar Münzen. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. In 100 Münzen haben sie ihr Ziel erreicht, muss ich sagen. Denn hier haben wir einen Gourmet-Luma, der Münzen frisst. Frag mich nicht, warum er Münzen frisst. Ich bin so hungrig. Gibst du mir 100 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Wenn ich 100 Münzen esse, verwandele ich mich. Ups, das war der falsche Knopf. Ja, ich bringe dir sofort die 100 Münzen. Das ist eine Neuerung, was Gourmet-Lumas betrifft. Es gibt Münz-Lumas jetzt. Ich glaube, das ist auch schon der mit der größten Summe im ganzen Spiel. Aber ihr seht ja, wie viele Münzen es in dieser Mission eigentlich auch gab. Von daher kein Problem. Ja, so. Oh ja, das war's. Mein Bauch ist so voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Und da hinten erscheint unser neuer Planet. Ein neuer Planet wurde geboren und das schreit für uns nach Hinga. Hier oben sieht man doch schon etwas funkeln. Einen Stern vielleicht. Man weiß es nicht. Das hier ist jetzt ein kleiner, ja, Wandsprung-Parcours. Wir springen einfach, komm. So. Wir springen am besten so, dass wir hier nochmal auffüllen. Oder auch nicht auffüllen, weil wir zu schlecht gesprungen sind. Dann füllen wir eben hier oben auf. Also die Wolkenblume macht sehr vieles sehr einfach, muss man ja sagen. Ich meine, ich sehe keinen Grund, warum man sie nicht nutzen sollte. Und außer, dass es vielleicht, ja, fast schon lame ist, sie zu nutzen. Aber hey, es ist ein Power-Up vom Spiel gegeben, dann nutze ich es auch. Ich meine, warum sollte ich diesen ganzen Wandsprung-Parcours ablaufen, wenn ich auch einfach immer Wandsprung-Wolke machen kann, um direkt nach oben zu kommen. Aber ich mag das Power-Up, weil es so viele neue Wege für Abkürzungen ermöglicht. Naja, egal. Das war unser 11. Stern. Und damit haben wir jetzt alle regulären Missionen erstmal, die wir offen haben, abgeschlossen. Das bedeutet dann wohl, wir müssen jetzt nächste Folge ans Bowser-Level. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.